Hallo, meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play. Life is Strange Before the Storm. Wir sind immer noch in Drews Zimmer. That'll be an interesting read. Wir müssen noch ein wenig was hier durchgucken. Das klingt gutes Deutsch. Bio-Hausaufgaben. Nimmst du noch an der Prüfung am Montag teil? Mehrfachauswahl. Alle ungeraden Fragen auf Seite 237. Freie Antwort. Fragen 1, 3, 6 und 7. Auf Seite 259, falls du dich fit genug fühlst, ich arbeite an einem Artikel über bestimmte Freizeitaktivitäten in Blackwell. Vielleicht kannst du mir einige Fragen beantworten. Erhol dich gut, XO Juliet. Alles klar. Oh, I wanna eat that. Oh. Right now. Ich will auch einen. Those must be from Steph's parents. Das könntest du haben, Chloe, ja. In 8 out of 10. Andrew North, 8.5.2010. Schienbeinkopffraktur. Unser Ziel ist Schmerzbewältigung. Schmerzskala, akute Schmerzen. Oh. Alter. Very severe. Severe pain. Alter, 8 von 10. Das ist schon krass. Look at that. Schon krass. Wells being nice for a change. Drew, ich möchte mein tiefstes Beileid für Ihre Verletzung ausdrücken. Ich strebe danach, Blackwell zu einer sicheren Umgebung zu machen, die alle Schüler willkommen heißt. Jetzt erkenne ich, dass ich in diesem Bestreben in vielerlei Hinsicht versagt habe. Ich möchte, dass Sie wissen, dass die Schüler und die Fakultät von Blackwell auf Ihre baldige Genesung hoffen. Blackwell ist sich Ihrer Abwesenheit schmerzlich bewusst. Ich habe sichergestellt, dass Ihre Trainer bereit sind, alle Bedürfnisse zu erfüllen, die zu ihrer Gesundung, nicht Genesung oder so, nein, erforderlich sind, sein könnten. Aufgrund der Tatsache, dass Sie auf dem Blackwell-Gelände verletzt wurden, kann ich nicht anders, als mich verantwortlich zu fühlen. Ich suche bereits nach neuem Sicherheitspersonal, falls es irgendetwas gibt, das ich tun kann, damit Sie sich nach Ihrer Rückkehr sicherer fühlen. Zögern Sie bitte nicht, mir dies mitzuteilen. Mit freundlichen Grüßen, Direktor Ray Wells. I wonder if Drew will ever play again. Hey Drew, das mit deinem Bein tut mir leid. Wir werden dein Talent und deine Führungsqualitäten auf dem Feld vermissen, während du dich erholst. Werd wieder fit und lass es mich wissen, wenn du etwas brauchst. Coach McKenna. Oh, ich hoffe, der kann wieder spielen. Drew's been in a lot of pain today. Was du nicht sagst. Hey. Sorry for losing it there. It's nice of you to come by. Yeah, no problem. Easier than you coming to me. You know what? I'm kind of tired. Oh. Oh, right. I'll leave you alone. Alles klar. Dann gehen wir wieder. All right. I'm gonna head out. It was really great to see you, Chloe. Agreed. Don't be a stranger, okay? Yeah. Tell Rachel we're rooting for her. You bet. Chloe, James Amber hier. Rachel ist gerade aufgewacht. Sie würde dich bestimmt gern sehen. Danke. Oh. Rachel's waiting for me. Shouldn't stay here too long. Ja, wir haben uns ja alles durchgeguckt. Ich glaube, wir haben nur nicht mit der Mutter geredet, ne? Ich glaube, mit der müssen wir noch reden. Das machen wir jetzt auch mal. Hey. Chloe. I can't even express thank you so much. Kein Ding. I'm sorry. I'm a wreck. I stepped out to get some air. Rachel doesn't need me crying in front of her. Your hair. I almost didn't notice it. Oh. Yeah. It's not a big deal. I bet Rachel loves it. I
can't imagine what I would do if we lost her. I'm sure everything's going to be fine. That's what James keeps saying. He's so strong in a crisis, you know? My dad was like that. I'm sure he was. Just like his daughter. I don't know about that. You saved her, didn't you? When everything happened, I froze up. But you were there for her when she needed you. That's what matters. I am so glad you and Rachel have found each other. When you meet someone who changes everything, you just know. Well, hang in there, Mrs. Amber. I will. Ach Gottchen, ey. Dad. Da ist sie. I'm glad that you're here. Me too, Rachel. It really hurts. Shh. The pain will pass. Chloe's here. You want me to stay? No. I'll be okay. Thanks, Dad. I'll come back in a little while. My guardian angel. Hmm? How are you? Not great. Better with you here. Rachel? I'm sorry. What? What for? You're here because of me. Because I choked back there in the junkyard. What? Shut up. You were so fierce and I just froze. God, I fucked it up. And I'm so sorry. And you saved my life. You saved my life. I almost lost you. I can't believe I almost... You're not getting rid of me that easy. Good. Happy that your dad's here? I mean... I'm still mad at him for everything he's done. But... it felt so good to lean on him. He's my dad, you know? I felt completely safe. Like on Mount Hood. Would you do something for me? Anything. Sarah. Mom. It's so weird to say. I'm not even sure what she is, honestly. But I think I still want to meet her. I figured you would. I don't even know if she's still in Arcadia Bay. But if she is, will you find her, please? You really want this, don't you? I do.
Chloe. I really do. Alles klar. Then, of course. Whatever it takes. I bet my dad has her number. Maybe in his office. Our house key's just under the mat. The code is 0722. To your dad's office? 0722. Yeah. My birthday. I'll find her, Rachel. And then I'll tell her how fucking cool you are. Thank you, Chloe. For everything. Weißt du, so ganz ohne Decke irgendwie. Aber im Krankenhaus nicht immer eine Decke? Ist doch voll kacke ohne, oder nicht? Hey, Elliot. Hey! Wait. Your hair, it's different. Yeah. Yeah. I like it. It's nice. Okay. Sorry I bailed on seeing the Tempest with you. The whole thing just sort of happened. No. Not a problem at all. So, what's going on with you? I don't even know where to start. At the moment, I'm here for Rachel. What? Rachel's here? What happened? I think she's keeping that private for now. She's okay, though. Well, that's good. God, I guess I'll stop by after I see Drew. She probably wants privacy. Oh. Right, of course. Are you two in some kind of trouble? You can tell me if you are, you know. I won't judge. Je nachdem, wie man sieht. What? I don't even know what you mean. It's kind of weird that Rachel's being so private. Isn't it? No. It's really not. Nicht unbedingt. Chloe. I'm seriously worried about you. Well, don't be. I mean, you're hanging out with Rachel Amber a lot lately. Right? So what? So, obviously, something is going on. I swear, man. Everything's really okay. Okay. I trust you. Just remember I'm here, okay? If you suddenly need something. Thanks. Anyway, see you around. Yeah. See you around, Chloe. Alles klar. Wenn es jetzt speichert, wäre es ein bisschen unlucky.
Also wenn jetzt ein kompletter Szenenwechsel kommt, weil ich würde eigentlich... Ja, 15 Minuten Bart. Hat Chloe nicht noch zu ihrem Dad gesagt, ja, sie hätte auf ihn hören sollen? Na, egal. Gut, Leute, okay, es wird ein 15-Minuten-Bart. Ich hoffe, das ist nicht so schlimm. Ich hoffe, das geht klar. Es ist, passt halt perfekt zum Speichern. Ich weiß halt nicht, wann die nächste Stelle zum Speichern kommt. Das ist so das Ding. Wisst ihr? Gut, Leute. Dann würde ich sagen, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, auch wenn der Part jetzt ein bisschen kurz ist. Ja, wenn ja, bewertet den Part. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein.